Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diese kleine Ballonmengenfrau basteln könnt. Dazu benötigt ihr einen hautfarbenen Ballon, einen Ballon für die Schwanzflosse und ein kleines Stück für den BH und einen dünnen Ballon in der Stärke 160 für die Haare. Man kann dafür auch einen 260er nehmen, aber ich finde für die Haare sieht der dünnere Ballon besser aus. So, wir fangen mit dem Schwanz an. Dazu macht ihr unten zuerst zwei Schlaufen, dass es dann so aussieht. So, und jetzt macht ihr zwei Pinch-Twists. So. So aussieht. Und an den Seiten nochmal jeweils eine kleine Schlaufe. So sieht es dann bisher aus. Das kann weg. Machen wir den Kopf und den Körper. Dazu bindet ihr diese beiden Ballons zusammen. Eine Schlaufe kommt mit dem Haar, der Farbe des Haares. Und ein Pinch-Twist. Jetzt nehmen wir den hautfarbenen Ballon ungefähr 4 Finger breit, dreht ihn ab, die Haare mit runter und die Haare noch einmal zurück. Und wieder nach unten mit den Haaren. So, und mit den Haaren jetzt wieder eine Schlaufe. Dass es so aussieht. Und der Rest kann ab. Schön abknoten. Soweit. Jetzt macht ihr mit dem hautfarbenen Ballon einen ganz kleinen Pinch-Twist für den Hals. Arme. Dazu dreht ihr ungefähr wieder 4 Finger breit, eine Wurst, dann eine kleine Blase. So. Na. Also nochmal. So. Dann noch eine kleine Blase. Und wieder so eine Wurst zurück. So aussieht. Jetzt dreht ihr die beiden Bläschen zusammen und dann noch einmal so zusammen, dass zwei Pinch-Twists entstehen. So. Jetzt dreht ihr den Körper ungefähr so an die Flosse ran, zwischen den beiden Pinch-Twists oben. So. Der Hautfarbe kann ab. So sieht es bisher aus. Jetzt kommt das letzte Teil ran. Das dreht ihr das in der Mitte ab. So, macht es am Oberkörper fest. Zusammen. So, das steckt ihr jetzt zwischen den Armen der Frau. So, dass es dann so aussieht am Ende. So. Jetzt muss die Meerjungfrau
eigentlich nur noch angemalt werden. Nicht den Bauchnabel vergessen. So. Und schon ist sie fertig. Viel Spaß beim Nachmachen.